Der Misano World Circuit Marco Simoncelli in der Nähe von Rimini an der italienischen Adriaküste, Schauplatz des Saisonauftakts der FIA Truck Racing Europameisterschaft. Viele Fans im Fahrerlager unterwegs, mehr als 40.000 am gesamten Wochenende, groß und klein, die Italiener durch und durch Truck begeistert. Saluto! Die ETRC-Saison wird offiziell eröffnet am Freitagnachmittag mit dem Season-Opening-Foto. Alle Fahrer und Trucks auf der Start- und Zielgeraden vereint. Gelegenheit, sich nach der langen Winterpause auszutauschen und zu vergleichen oder zu schauen, was hat der Gegner eventuell verbessert. 17 Fahrer aus 7 europäischen Ländern dabei beim ersten ETRC-Wochenende. Gleichzeitig 4 Volunteers Weekend. Topfavorit auf den Titel, Jochen Hahn, der Europameister des vergangenen Jahres, geht mit dem Iveco-Truck mit seiner Giulia in die dritte Saison. Manchmal muss man gar nicht so viel Schrauben drehen, man muss einfach selber klar bleiben und den Fokus Richtung Sieg stellen natürlich. Warum sind wir hier? Wir wollen Rennen gewinnen. Ob wir es schaffen, wissen wir Stand heute nicht, wir sind vor der Saison. Aber das Ziel ist schon zu sagen, ich würde gerne in die Geschichtsbücher eingehen, irgendwann mit dem 6. Titel. Also arbeiten wir da dran und der Fokus geht Richtung Sieg. Seine größten Konkurrenten aller Voraussicht nach: Adam Latschko, der Tscheche, Antonio Albacete, der Spanier. Latschko und sein Bugira-Team haben den Freightliner komplett überarbeitet, gehen mit neuem Motor an den Start. Beim Spanier und seinem Team Tracksport Lutz Bernau vertraut man auf die bewährte Löwenpower von MAN. Wir werden versuchen, um die Meisterschaft zu kämpfen. Das wird schwer, klar. Aber toll wäre, wenn wir wieder um die Top 3 mitkämpfen könnten. Natürlich zählt sich jeder in gewisser Weise zu den Favoriten. Diese Saison ist wieder eine neue Herausforderung. Ich hoffe, wir werden wenige alltägliche Probleme haben. Logisch werden wir natürlich welche haben, aber ich hoffe, wir bleiben weitestgehend davon verschont. But I hope that we have a clear and good season. We have a completely new chassis. Wir haben ein komplett neues Chassis. Eigentlich ist alles neu an unserem Truck. Und wir fahren jetzt mit einem GearTech-Motor, hoffen möglichst viel zu lernen bei den ganzen Baustellen und hoffen auf gute Resultate. And we hope we make good results. Punktehamster der vergangenen Saison, Sascha Lenz. Er landete 2018 in jedem der 32 Saisonrennen in den Top 10, würde am liebsten den 4. Rang in der Meisterschaft jetzt gemeinsam mit seiner teilweise neuen Technikmannschaft optimieren. Top 3 wäre schon cool, aber wir wollen trotzdem realistisch bleiben. Irgendwo hat uns auch ein bisschen Glück mitgeholfen teilweise. Wenn wir genauso viel Glück haben dieses Jahr und wenn unter den Top 3 sein, haben wir alles richtig gemacht. Und wenn wir nur Vierter wären oder Fünfter wären, man muss das ganze Feld sehen. Und alle Leute haben starke Autos, können alle gut fahren und trotzdem müssen wir halt mal abwarten, was dabei rauskommt. Dagegen hofft Norbert Kiss, der Ungar im deutschen Team Tankpool 24, dass sich die Pechsträhne der vergangenen Saison, die für ihn mit Gesamtrang 5 endete, nicht wiederholt. Der Saisonbeginn ist für alle immer eine Reise ins Ungewisse. Denn im Winter ist viel Zeit, um einige Dinge weiterzuentwickeln, vielleicht etwas zu ändern. Also nichts Großartiges, aber bei einigen Teams habe ich gesehen, dass sie doch gewaltig viel geändert haben. Es gibt ein paar neue Trucks, zum Beispiel für Adam, und der scheint echt schnell zu sein, was ich gehört habe. Es gibt viele Unbekannte und deshalb ist es schwer, etwas vorherzusagen. Genauso wie für die Zeitenjagd am ersten Wochenende. Im ersten Qualifying und der anschließenden Superpole decken die Fahrer erstmals die Karten auf, zeigen ihre wahre Performance. Den besten Eindruck hinterlässt Jochen Hahn, der Champion des vergangenen Jahres, der sich die Pole-Position sichert. Der Mann aus der Nähe von Ulm im Süden Deutschlands ist rund eine halbe Sekunde schneller als Adam Latschko in seinem Bugira Freightliner mit dem neuen GearTech-Motor. Gut, das war jetzt das erste Aneinandertasten. Niemand hat ja gewusst, wo steht man, was haben wir über den Winter gearbeitet und was hat die Konkurrenz gearbeitet. Wir waren gut vorbereitet, aber ich hatte doch ein kleines bisschen, mir ist ein bisschen der Kackstift gegangen, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe es nicht gewusst, ich konnte es nicht einordnen, aber jetzt weiß ich, okay, wir sind bei der Musik, das beruhigt und bringt jetzt aber ja, gute Ausgangsbasis fürs Rennen. In Reihe 1 also die beiden Routiniers Hahn und Latschko. Hahn auf der Pole Position und neben ihm Adam Latschko.
Dahinter in Reihe 2 Antonio Albacete im roten MAN. Der Spanier genauso wie Norbert Kiss, der Ungar im schwarzen Mercedes. Deutlich zurück, beide mehr als 0,6 Sekunden langsamer als der Mann auf der Pole. 4 unterschiedliche Hersteller, Iveco, Freightliner, MAN und Mercedes auf den ersten 4 Positionen. Der Start. Jochen Hahn und Adam Latschko nebeneinander, so geht's in die erste Kurve. Antonio Albacete dahinter, dann Kiss und Halm. Wir fahren mit bei Olli Janes. Hinter René Reinhardt im blauen Truck, der hier zu viel will, ins Heck von Sascha Lenz fährt. Lenz kann seinen Truck nur mit Mühe und Not auf der Straße halten, weil er Kursim als Prellbock nutzt. Wilde Anfangsphase in diesem Rennen beim Saisonauftakt. Der erste Start, den habe ich nicht so gut hinbekommen. René hat mich dann angeschoben ein bisschen. Dann ging es in die rechts, links, rechts. Und nach der langgezogenen Rechts stand auf einmal alles und ihm ist der Platz ausgegangen. Zum Bremsen ist mir dann hinten drauf, hat mich dann rumgedrückt quasi. Ich bin dann in den vorderen Mann wieder reingeknallt und habe dadurch wieder das Auto gefangen bekommen und konnte mein Rennen weiterfahren. Runde 1, die Gegengerade. Hahn vorne, dann Latschko Albacete, Halm vor Kiss und dann Janjek, der Franzose. Die Heckkamera von Adam Latschko, die Trucks in der Anfangsphase schön dicht zusammen. Albacete direkt hinter dem Tschechen. Angeführt vom Champion des vergangenen Jahres, Jochen Hahn. Das Feld, dann Norbert Kiss auf der 5. Position, hetzt rundenlang Steffi Halm, bei der wir hier mitfahren. Zunächst aber gibt's kein Vorbeikommen für den Ungarn. Die einzige Frau im Feld macht sich so breit in ihrem Iveco vom Team Schwabentrack, wie es nur geht, und hat die deutlich bessere Traktion ausgangs der Kurve. In Runde 7 geht Norbert Kiss dann aber kurz vor der Startzielgerade vorbei an Steffi Halm, schnappt sich die langsamer werdende Deutsche. Und als er hinter mir war, hatte ich einen kleinen Fehler, wo ich einfach zu schnell in die Kurve reingegangen bin, einen Untersteuern gekriegt habe und von der Linie so ein bisschen runtergerutscht bin. Und das hat er natürlich direkt ausnutzen können. Die nächste Kurve war ja innen, das heißt, ich musste nachgeben. War ein bisschen schade, aber that's racing. Die letzte Runde in Misano, die Top 3. Jochen Hahn kontrolliert das Geschehen. Dahinter Adam Latschko auf der 2. Position und Antonio Albacete auf Rang 3. Die drei fahren einem fast erwartbaren Podium entgegen. Im Ziel hat Jochen Hahn rund 2,5 bzw. 3 Sekunden Vorsprung vor seinen Verfolgern. Somit gewinnt also Jochen Hahn dieses Auftaktrennen der ETRC in Misano vor Adam Latschko und Antonio Albacete. Gelungener Auftakt für den Mann aus Altensteig, der die ersten 20 Punkte der Saison seinem Konto gutschreibt. Riesenerleichterung bei allen im Team von Jochen Hahn und faire Gratulation von Adam Latschko. Jochen Hahn darf sich wenig später den ersten Siegerpokal der Saison auf dem Podium abholen, unter dem Applaus seines Teams. Hahn, Latschko, Albacete, die drei Routiniers haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie zu den Favoriten zählen, wenn es um den EM-Titel geht. Das Ergebnis des ersten Rennens nochmal zu mitlesen. Hahn, Latschko, Albacete auf 1-2-3, dahinter Kiss und Halm und auf der 8 Luis Recuenco, Sieger im Grammar Cup. Auf der 2. Seite André Kursim, nur auf der 11, ohne Punkte, wie alle anderen auch. Pole Position, erster Sieg, erstes Rennen im Jahr. Mega happy natürlich, sehr zufrieden. Die Arbeit hat sich bisher gelohnt und jetzt ist eine gute Basic, um weiterzumachen. Weitermachen, dazu gehört auch Autogramme schreiben. Wo sonst können die Fans so nah dran sein an den Stars der Szene wie bei der obligatorischen Autogramm-Session? Die samstags und sonntags mitten im Fahrerlager stattfindet, da wird auf Postern, Kappen oder Fotos unterschrieben, Zeit, die die Rennfahrer sich gerne nehmen, für die Truck Racing Fans, egal an welcher Rennstrecke.
In den Rennen 2 und 4 starten die Top 8 des vorherigen Rennens in umgekehrter Reihenfolge. Das bedeutet, ganz vorne steht Luis Recuenco, der Mann aus Spanien im grün-weißen MAN-Truck mit der Startnummer 64. Neben ihm René Reinhardt auf Startplatz 2 mit seinem neuen Iveco. Reinhardt hat schon das ein oder andere Mal gezeigt, dass er den Vorteil, in Rennen 2 vorne zu stehen, in einen Sieg umzuwandeln weiß. Platz 7 im ersten Rennen war natürlich nicht so optimal. Hätte auch ruhig ein bisschen weiter vorne sein können, aber bei dem Qualifying lief es noch nicht ganz so gut. War nur noch auf dem 10. Platz und dann vom 10 auf 7. Das war okay. Ich habe ein neues Auto und das ist ein bisschen anders als der MAN, den ich davor 6 Jahre gefahren habe. Und jetzt geht es darum, erstmal dran zu gewöhnen an alles da und das Auto kennenzulernen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem aktuellen Stand. In Reihe 2, Sascha Lenz auf der dritten Startposition, daneben Steffi Halm. Ein weiteres Duell also, MAN gegen Iveco. Viele Zuschauer auf den Tribünen am Misano World Circuit. Der Start René Reinhardt, klar schneller als Recuenco. Der deutsche Speditionsunternehmer in seiner 7. Saison will natürlich besser abschneiden als im vergangenen Jahr, ist von MAN auf Iveco gewechselt. Dahinter Steffi Halm, Recuenco fällt in der Anfangsphase zurück auf Rang 3. Onboard am Heck mit Ollie James, dem Briten im Bugira-Team. Ordentlich was los im hinteren Drittel des Feldes. Chitignola, Neuzugang in der ETRC-Familie. Im schwarzen Truck eben zu sehen mit heftigem Verbremser. An der Spitze René Reinhardt und Steffi Halm, die beiden Deutschen auf ihren Racetrucks aus dem Hause Hahn. Alle Iveco ja auf dem gleichen technischen Stand vorbereitet vom Team Hahn Racing. Luis Recuenco schlägt sich wacker, hält tapfer Position 3, hält zunächst Sascha Lenz, Norbert Kiss und Antonio Albacete in Schach. Reinhardt mit seinem linken Fuß hatte ein paar Probleme mit dem Bremsfuß, wie er nach dem Rennen verraten hat. Vielleicht deshalb dieses harte Bremsen und die Chance für Halm, die Führung zu übernehmen. Die Heckkamera von Norbert Kiss zeigt das Überholmanöver gegen Recuenco, der in Runde 5 zuerst Lenz, dann den Ungarn Kiss und schließlich auch noch seinen Teamkollegen Albacete vorbeiziehen lassen muss. Ich war etwas in Sorge, weil wirklich viel zu Beginn los war und um die Position gekämpft wurde. Aber ich hatte Glück, konnte dann an Norbi Kiss vorbei und sah vor mir Steffi und René ein paar Runden später und habe zu mir selbst gesagt, komm, die kriegst du noch. Albacete also auf dem Weg nach vorne. Reinhardt und Halm ganz sicher auf 1 und 2. Dahinter die beiden MAN-Löwen Lenz und Albacete. Der Spanier in Runde 8 schließlich vorbei am Mann aus der Eifel. Der Spanier somit Dritter. Währenddessen gerät Sascha Lenz unter Druck durch Latschko und Kiss, die den Deutschen in Runde 9 bzw. 10 überholen können. Die Aussicht von Steffi Halms Heck, Verbremser der Deutschen, darauf hat Albacete nur gewartet und schnappt sich die zweite Position. Dass es letztendlich dann in der letzten Runde mit dem Fehler auch noch den zweiten Platz verloren hat, war natürlich super schade, wo man die ganze Zeit am Hoffen war und eigentlich nur gewartet hat, dass der Vordermann einen Fehler macht und das Rennen gewinnt. So aber gewinnt René Reinhardt Rennen Nummer 2 in Misano vor Albacete und Halm. Toller Erfolg für den Mann in der Startnummer 77, der sich hier die Glückwünsche seiner Crew abholt. Genauso groß die Freude auch bei Antonio Albacete über sein zweites Podium an diesem Tag. Und klar, auch bei Steffi Halm, die Rang 3 feiert. In der Mitte auf dem Podium René Reinhardt mit dem ersten Pokal der Saison 2019. Der erste Sieg für ihn in seiner 7. Saison, vielleicht ein gutes Omen. Ich habe ja schon mittlerweile auch ein bisschen Erfahrung, auch gerade mit dem zweiten Rennen vorne wegzufahren. Also muss ich schon einen konzentrieren, fokussieren und muss auch cool bleiben. Ne? Also jeder kleine Fehler, ganz klar, im Prinzip dann wird dann bestraft. Und wenn du einmal verbremst oder einmal verschaltest, bist du halt dann irgendwo gleich 2, 3 Positionen hinter. Weil die anderen Fahrer alle hinten dran sind, natürlich warten, dass du einen Fehler machst. Und deswegen musst du halt fokussiert bleiben und cool bleiben. Und das ist in dem Fall gelungen. Das Ergebnis des zweiten Rennens im Überblick. Der aufmerksame Beobachter wird Jochen Hahn unter den Top 10 vermissen, der zwar als Sechster die Ziellinie überquerte, aber wegen Verwarnungen bezüglich Überfahrens von Cornermarkern eine Durchfahrtsstrafe erhielt
die in eine 30-Sekunden-Zeitstrafe umgewandelt wurde. Jochen Hahn nur auf Rang 11, zeigte sich danach reumütig und einsichtig. Ja, muss ich abhaken, hab Fehler gemacht heute. Meine Fehler für dieses Jahr sind durch, habe ich gerade zu dem Mechaniker gesagt. Und jetzt passt schon, jetzt müssen wir einfach kämpfen und weitermachen. Ein Highlight der neuen ETRC-Saison ist die brandneue Initiative One Truck Family. Umfassende Medien- und Werbemaßnahmen im Umfeld der Truck-Racing-Szene sollen dazu beitragen, die öffentliche Wahrnehmung und das Profil des Berufskraftfahrers zu stärken. Unter dem Label One Truck Family wollen wir Straßenfahrer, Renntruckfahrer, ob Simracing-Fahrer, egal welche Marke das sie fahren, einfach vereinen. Wir wollen mit Siegerteams hier, wollen wir das wirklich rüberbringen und da ein bisschen Image-Transfer leisten. One Truck Family ist eine Kampagne der FIA ETRC, um den chronischen Mangel der Berufskraftfahrer zu begegnen. Der ganze Bereich Truck braucht ein neues Image und da wollen wir helfen. Wir mit der FIA ETRC, mit Truck Racing, haben die Möglichkeit, Emotionen in eine Industriebahn zu bringen. Wir wollen jetzt endlich die Verbindung haben, unsere Race-Teams, die Emotionen, die Passion, die Leidenschaft hier für diesen Rennsport auch bei den Fahrern, bei den Speditionen unterzukriegen. Dass wir diese Verbindung hinbekommen. Der Sonntag auf dem Misano World Circuit empfängt die Fans mit Regen. Ein Tief über der Adria sorgt für veränderte Bedingungen auf und an der Rennstrecke trotzdem eine Menge los. Auch wenn manch eine Miene nichts Gutes verheißt, ein gutes Regensetup kann durchaus hilfreich sein und eine große Portion Erfahrung. Das alles haben Norbert Kiss und sein Team Tankpool 24 wohl am besten zusammengebracht, denn der Ungar ist in der Superpole sage und schreibe 1,2 Sekunden schneller als Adam Latschko. Gar 2,1 Sekunden langsamer als Norbert Kiss, auf Rang 3 Jochen Hahn, der die Pferdestärken nicht so gut wie Kiss auf den Asphalt brachte. Offenbar haben uns die nassen Bedingungen im Qualifying in die Karten gespielt. Ich holte mir Startplatz 1. Ja, etwas ungewöhnlich, trotzdem freue ich mich. Jetzt beginnt es gleich wieder zu regnen. Gerne darf es dann auch im Rennen regnen. Der Start hinter dem Pace Truck, einmal aus ungewohnter Perspektive, aus der Heckkamera von Jochen Hahn. Zwei Runden lang haben die Piloten Zeit, sich an das nasse Geläuf zu gewöhnen. Es darf nicht überholt werden, gelbe Flaggen werden geschwenkt. Dann nach zwei Runden endlich gibt die Rennleitung das Rennen frei an Bord mit Adam Latschko. Der Tscheche in seinem Bugira nachgewiesenermaßen ein exzellenter Regenrennfahrer, kann aber von Beginn an nur bedingt das Tempo von Norbert Kiss mitgehen. Auf Rang 3 Jochen Hahn, dann Anthony Janiek, der Franzose, und Sascha Lenz auf den Plätzen 4 und 5. Dahinter Albacete, Rodriguez, Reinhard Kosim, James, so die Reihenfolge in den Top 10. Kiss und Latschko vorne, während Albacete auf Rang 5 in Runde 7 einen Stoß von Reinhard erhält, der die rechte Seitenscheibe zerstört. Sogar Reinhards Seitenspiegel landet im Cockpit von Albacete. Hinter den beiden Streithähnen Kosim, Janiek, Rodriguez und Lenz, der auf die 9 zurückgefallen ist, am Ende aber guter Sechster. Unschlagbar an diesem Nachmittag ist Norbert Kiss, der mit 3,5 Sekunden Vorsprung vor Latschko die Zielflagge sieht. Norbert Kiss stark im Regen von Misano. Die weiteren Podiumsplätze für Adam Latschko und für Jochen Hahn.
Der Regen war schon echt gut. Genau wie im Qualifying hat es auch vor dem Rennen stark geregnet. Das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Aber trotz dieses Glücks haben auch wir alles richtig gemacht, ein gutes Regensetup gefunden. Der Truck lief super. Also musste ich auch nur noch meinen Job machen, was aber teilweise nicht einfach war. Auch hier wieder das Ergebnis en Detail, das deutlich den Klassenunterschied der Top 3 zum Rest des Feldes zeigt. Der viertplatzierte René Reinhardt mehr als 50 Sekunden hinter Sieger Norbert Kiss zurück. Auf Platz 10 Oli Janes, Sieger damit im Grammar Cup. Und ganz neu im Grid ist seit dieser Saison die Marke Ford. Der Truck of the Year 2019, der Ford F-Max, wurde von einer 23-köpfigen Jury gewählt und fährt jeweils vor den Rennen die Strecke ab, sozusagen als Vorausfahrzeug. Ein Truck, der durchaus hervorsticht aus der Masse der Zugmaschinen. Wenn du im Truck drin sitzt, das ist schon etwas anderes. Sehr komfortabel, keine Geräusche, Tür zu und losfahren. Nichts zu hören vom starken Fahrtwind, was du sonst immer hörst. Hier gar nichts. Die Erkenntnis und das ganze Empfinden sind toll. Drinnen außerdem viele nützliche Dinge zum Verstauen für den Fahrer, viele Kleinigkeiten, die einfach den Unterschied machen. Immer 5 Minuten vor der Einführungsrunde startet der Ford Truck zur Begutachtung der Rennstrecke, damit gewährleistet ist, dass alles in Ordnung ist. Auf der Pole Position für Rennen 4 steht José Rodríguez, der Portugiese, allerdings bei diesen Bedingungen wohl kaum in der Lage, seinen Sensationssieg von Spielberg 2017 zu wiederholen. Das letzte Rennen auf dem Misano World Circuit für die Trucks der ETRC. Erste Kurve, wer ist vorne? Es ist José Rodríguez. Dahinter Janiek und Sascha Lenz Seite an Seite, dann Albacete und Hahn. Toller Kamerawinkel hier bei Norbert Kiss, der Bekanntschaft machen muss mit René Reinhardt. 2, 3 heftige Annäherungsversuche und beide müssen dann neben die Strecke und anschließend auch zu den Stewards. Während Reinhardt weiterfahren kann, ist bei Kiss Truck irgendwas am Fahrwerk bei dieser Rangelei kaputt gegangen. Der Ungar hier am linken Bildrand zu sehen, nimmt den Notausgang, muss rein ins Kiesbett und fährt danach zurück in die Boxengasse. Runde 2. Jochen Hahn ist vorne, unbeobachtet von den TV-Kameras, hat sich der Deutsche die Führung geholt. Anders als im zweiten Rennen tags zuvor, der Champion des vergangenen Jahres dieses Mal voll konzentriert. Während Adam Latschko im Fernduell um die Meisterschaft von Rang 7 nach vorne fährt, vorbei hier an Steffi Halm, Rennmitte. 6 von 12 Runden sind gefahren. Norbert Kiss dagegen enttäuscht, muss aufgeben. Ein Federbruch, der Grund für seinen Ausfall. Oli Janes mit der 22 im Kampf um den Grammar Cup-Sieg gegen Landsmann Jamie Anderson mit der 7. Während sich Adam Latschko in Runde 7 Albacete vorknöpft und dann am Spanier auch vorbeizieht. Latschko danach 4., Albacete 5. Kein gutes Wochenende erwischt das Don't Touch Racing Team mit André Korsim. Der junge Deutsche holt insgesamt nur 5 Meisterschaftspunkte. Während der 5-malige Champion Jochen Hahn seinen 2. Sieg an diesem Wochenende feiert, mehr als 5 Sekunden hat er nach 12 Runden Vorsprung vor Sascha Lenz und Anthony Janiek. Deutscher Doppelsieg also zum Abschluss. Große Freude bei Sascha Lenz und bei Jochen Hahn. Und mit auf dem Podium Anthony Janiek, der aller Voraussicht nach an 6 von 8 Wochenenden mit dabei sein wird. Hab das Glück, dass abgetrocknet ist gegen Ende und dann konnte ich die Pace gehen und konnte siegsicher heimfahren. Ja, das war jetzt ein glücklicher Abschluss am Wochenende. Gestern habe ich ein paar Fehler gemacht, da haben wir Verwarnungen gekriegt. Heute haben wir es wieder gut gemacht und schön ist, wir haben es nicht verlernt. Das Rennergebnis von Lauf 4 zum Nachlesen. Auf der ersten Seite die Top 10.
Und dann auf Seite 2 die restlichen 4 Fahrer, die die Zielflagge gesehen haben. In der Grammar-Cup-Wertung führt nach dem ersten Wochenende der Brite Ollie Janes, der Herr hier links, der 4-mal auf dem Podium stand, 1-mal davon als Sieger und 3-mal als Zweiter. In der FIA Truck Europameisterschaft führt Adam Latschko hauchdünn mit 2 Punkten vor Jochen Hahn, dahinter punktgleich Kiss und Albacete mit 34 Zählern. Von der Adria geht's weiter nach Ungarn. Als nächstes fahren die Trucks der ETRC in Budapest auf dem Hungaroring um Meisterschaftspunkte. Das Heimspiel für Norbert Kiss.